Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed The Run. Ja, es ist schon eine kleine Weile her, seitdem ich aufgenommen habe. Ich glaube, das ist jetzt schon 3 Wochen her. Es war in den Weihnachtsferien, wo ich da aufgenommen habe. Und wir setzen fort, wie immer natürlich. Gipfel Independence Pass. Colorado. Und los geht's. Rase den Berg hinab. Okay, da habe ich schon ein bisschen Angst davor. Deswegen habe ich gerade auch abgebremst, weil ich weiß, ich muss gerade wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Wie gesagt, ich habe vor 3 Wochen aufgenommen und da muss man sich dann natürlich immer ein bisschen dran gewöhnen, aber es geht eigentlich. Ich habe den Ton jetzt mal leiser gemacht, weil in der letzten Folge hat man mich ja fast gar nicht gehört. Und da unten war Boost, genau. Ich wusste. Nein, 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 nein. Komm. Okay, jetzt, das war scheiße. What the fuck? Was ist das denn da? Die Kurven sind, richtig bescheuert. Wir müssen eine Position gut machen, alles klar. Oh, rutschig ist es aber schon irgendwie so ein bisschen. Also die Kurven sind ein bisschen. Warum fallen da, schießen die Leute da Feuerballe? Etwa um. Oh. Alter, alter, alter. Oh. Ja, wir sind nah an dem Gegner dran. Ah! Okay, nice, überlebt. Sauber überholt. Ich weiß nicht, immer wenn ich aufnehmen muss, habe ich auf einmal irgendwas im Hals. Es ist immer so. Aber naja, was will man machen? Ich habe schon wieder das Trinken vergessen. Jetzt kann ich nichts trinken, verdammt. Wenn ich den Durst hätte. Oh. Ich wollte schon ein bisschen blöd. Warum schießt man da Feuerbälle drauf? Will man den Schnee schmelzen? Ah! Wow! Alter! Nicht lustig. Ganz und gar nicht lustig. Der Berg kracht bestimmt gleich hinter uns so zusammen, ne? Ja, lustig. Kilometer ist es noch lang. Das ist auf jeden Fall blöd. Und ich hatte gerade eben das Problem, dass ich wollte noch gerade eben mit ein paar Freunden, also mit dem Robin und nochmal jemanden, also Robin ist auch im Community Battlefield spielen. Und dann kam, als ich als Spiel beigetreten ist, also als ich im Spiel beigetreten bin, dass Origin nicht installiert sei und eine Stunde davor habe ich erst gespielt gehabt. Und ja, hat mich richtig aufgeregt, weil es hat dann verlangt, dass ich Origin neu installiere und das Spiel dann eben wieder installiere. Aber das konnte man ganz einfach, oh, alter, 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 das konnte man dann ganz einfach regeln, indem man sich einfach mal den Origin Game Ordner umbenennt und Origin neu installiert, ja. Ah, eine Position haben wir eingeholt. Das ist lustig.
800 XP haben wir erhalten. Für ein perfektes Rennen 500 XP. 5 Resets übrig, 100 XP. Und wir setzen natürlich fort. Etappe 5 haben wir erreicht. Oder beendet sogar. Nice. Freigeschaltet Winterzauber Challenge Serie. Profilsymbol freigeschaltet. Sehr nice. Sieht schick aus. Und ja, klar sind wir Erster gegen Freunde. Aber das liegt halt, wie gesagt, daran, weil sehr wenige spielen das. Und wir starten die nächste Etappe. Die Prärie. Also ich muss sagen, das ist, die verschiedenen Landschaften sind schön, aber eigentlich ist das Spiel wirklich so, es ist immer das gleiche. Mach Position gut, mach Zeit gut, mach wieder Position gut, nächste Location, mach wieder Zeit gut, mach wieder Position gut, und so geht es halt wirklich immer weiter. Und das ist eigentlich schade, weil von der Grafik und so ist es schon geil her, ja. Siehst du, jetzt müssen wir wieder Position gut machen. Was haben wir in den letzten Folgen gemacht? Auch nur Position gut gemacht. Oh, das war jetzt blöd. Sag mal, lenk doch mal nach links und nicht nach rechts. Alter, die Kurven sind da krass. Lol. Nein, da wollte ich doch gar nicht rein. B. Dachte, es wäre irgendwie auch nur so eine kleine Abkürzung oder sowas. War jetzt natürlich richtig blöd. Ah, hier ist schon unser 84. Gegner. Und unser 83. Wow, das haben wir noch geil abgebremst gekriegt. Wobei das schon wieder eigentlich zu stark wäre. Hätte ich früher abbremsen müssen, aber wir haben ja durch dieses kleine Driften Boosts bekommen, also Fuck. Zerstört, okay, das war richtig scheiße jetzt. Eigentlich sind ja diese Resets unnötig, weil wenn man kaputt geht, dann hat man, muss man dann neu starten. Dann, ich glaube, dann wurde man ja trotzdem zurückgesetzt wieder. Verkehr ist auf jeden Fall richtig beschissen. Och Mann! Mensch, ist ja mal. Ja. Beschissen. Auf jeden Fall sehr beschissen, weil ich weiß jetzt auch nicht. Ich kann sehr langsam fahren und den Fahrzeugen ausweichen, ja, aber das ist ja dann auch wieder blöd und oh Gott. Na gut, kommen wir wohl nicht drum rum. Okay, kommen wir wahrscheinlich schon drum rum. Es gibt wahrscheinlich eine einfache Lösung. Einfach besser fahren. Ja. Das ist auch wieder so was, was ganz toll ist. Und am besten nicht auf die Gegnerbahn fahren oder sowas. Oder. Wieso lenkt der gerade nach links? Ich habe gerade echt nicht gelenkt und es fährt einfach nach links. Mensch. Und ich wurde gefragt, ob ich vielleicht mal Need for Speed. Was war's? Most Wanted 2 spiele. Das kann ich natürlich spielen, wenn ihr das wollt. Aber ich würde klar erstmal den Run fertig machen. Und ob ich das dann nachspiele, weiß ich gar nicht. Ob ich da Bock drauf habe, danach werde ich das entscheiden. Weil ich habe Need for Speed Run Singleplayer ein bisschen gespielt, aber ich habe. Es ist halt so Open World mäßig und ich weiß jetzt nicht, wie lange da das Let's Play geht, ob das unendlich ist, ob da immer. Ah, oh, Mann! Ob das jetzt unendlich ist und oder wie das ist, dass ich da halt ja das halt aufnehmen kann, weil es gibt auf jeden Fall sehr viel, was man machen kann.
Und die Frage ist, ob ich da die Langzeitmotivation überhaupt habe, um das zu spielen. Wobei im März oder ja, wahrscheinlich, angeblich soll ja im März auch GTA 5 rauskommen. Werde ich auf jeden Fall zocken. Ob ich es jetzt aufnehmen werde oder jemand anderes, weiß ich nicht, weil ich hatte eigentlich vor, den Multiplayer aufzunehmen, den Singleplayer. Weiß ich gar nicht, wer das macht. Auf jeden Fall irgendjemand anders. Sie dich immer wegrammen können, ne? Aber 3,8 Kilometer schaffe ich das noch, diese blöden 6 Positionen einzuholen. Diese scheiß Crashs immer, Mann! Das ist viel zu viel Verkehr für mich. Eins, zwei, drei, vier, fünf haben wir. Ein, nee, vier Gegner sind es doch nur. Davon sind die letzten zwei. Wir können es doch schaffen, wenn wir jetzt keine Fehler mehr machen. Fehler wollen wir ja nicht machen. Wow, da hat die fast die Abfahrt verpasst. Alles klar. Ja, ich weiß, wenn ich irgendwie mich ein bisschen konzentriere, dann rede ich immer so ein bisschen blöd. Das ist immer so bei mir, aber ihr müsst es mal machen, reden und aufnehmen gleichzeitig. Das ist gar nicht mal so einfach. Wobei, auch wenn ich jetzt nur rumfahre und dann vielleicht das Gamepad nach links, also oder nach rechts drücken muss, zum Teil ist es halt wirklich beschissen. Oh, 600 Meter noch. Oh, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich werde es. Das war aber richtig unsauber. Aber ich habe es geschafft. Das war knapp. Ich dachte, es gibt ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt noch hier. Sehr nice. Oh, jetzt ist mein Headset auf dem Kopf ein bisschen herumgeschoben, weil ich hier meinen Kopf gewackelt habe. 295 XP erhalten. 40 XP für Resets. Oh Gott. Und wir sitzen vor Ort. Also ein perfektes Rennen war das nicht. Das hat man ja auch gesehen. Das war schlicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt Platz 79. Und wir haben schon eine Stunde und 13 Minuten sitzen wir derzeit an der Run. Es sind ja, glaube ich, derzeit 7 Parts. Das ist so achte, glaube ich. Oh, das ist ein 1 an 1, glaube ich, wo ich seinen Wagen kriegen kann. Nee, doch nicht. Ich dachte jetzt, ich krieg dann irgendwie den Wagen, wenn ich den besiege, weil da gab es ja mal sowas, ne? Oder war das hier? Ich glaube mal, ne? Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, war das hier oder war das jetzt in Grid 2, wo ich Singleplayer gespielt habe? Ne, ich glaube, hier muss ich doch auch diese zwei Frauen besiegen, damit ich den Wagen habe, ne? Boah, fuck, war das knapp. Hängt mir auf jeden Fall schon knapp am Arsch dran. Davon ist auch schon der nächste. Muss sagen, die Runde läuft bis jetzt gut, ohne Fehler bis jetzt. Bis jetzt. Kann sich ja auch immer noch ändern. Und ich weiß gar nicht, soll ich jetzt vibrieren am Controller ausschalten? Ich weiß ja nicht, ob ihr das hört. Mich nervt's. Ich fand es anfangs ganz cool, wenn man so in den Graben fährt oder sowas, dass es da dann mich einfach. Das ist halt immer vibriert, aber das nervt zum Teil schon. Und ich glaube, das hört man auch immer. Boah, das war knapp. Nice. Drei Positionen haben wir gut gemacht, ja.
770 XP, Level 9. 500 XP für ein perfektes Rennen. Und natürlich noch 100 Punkte für alle Resets. Oh, das ist ja schön. Und wir setzen natürlich immer fort. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen wieder auf, weil, ja, ich habe bei Hitman, habe ich, auch ein bisschen was aufgenommen, dann habe ich es vergessen, dass ich doch, dass mir die Parts gehen und deswegen kam es am Donnerstag leider nicht. Und, ja, das war blöd. Ich meine, auch wenn wir klein sind,